Willkommen zusammen zu einem neuen Simulator hier auf dem Kanal, auf den ich mich schon seit langer Zeit freue. Es handelt sich dabei um, ihr seht es bereits, Deadliest Catch The Game. Benannt nach der gleichnamigen US-Fernsehserie. In Deutschland heißt das Ganze, glaube ich, der gefährlichste Job Alaskas. Aber genauso wie in der Serie geht es auch in dem Spiel darum, Krabben zu fangen. Und wie das Ganze aussieht, was man alles machen kann, was jetzt schon drin ist und wo es hingeht mit dem Spiel, welchen Stand das Spiel hat, dazu würde ich sagen, jetzt gleich mehr. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und drücken hier mal auf Play. Ganz wichtig, das muss man vielleicht vorherschicken, ist, das Ganze ist jetzt noch eine Demo-Version. Das ist hier unser Tutorial, das erspare ich uns aber jetzt einfach mal. Da wird eine ganze Menge sinnvoller Dinge erklärt, aber ich habe mir es jetzt auch schon so ein bisschen angeschaut. Aber das Ganze ist eine Demo-Version, wie er da rankommt, dazu später noch mehr. Aber das heißt, das ist alles andere als final. Es wird sicherlich auch noch Bugs geben, Dinge werden nicht so schön gelöst sein, ne? Also das ist jetzt noch ein frühes Stadium dieses Spiels. Aber ich glaube, man bekommt schon einen ganz guten Eindruck davon, wo es später mal mit dem Spiel hingehen soll. Und wir sehen, wir haben hier im Hafen, wo wir im Moment liegen, einige Optionen. Wir können uns zum Beispiel im Shop hier diese Bojen kaufen oder diese Crab Pots. Dann können wir hier, das Ganze ist im Moment auch nur auf Englisch verfügbar, können wir hier noch Upgrades durchführen. Zum Beispiel fürs Schiff oder für die Automatisierung von Prozessen. Wir können hier Skills erlangen und hier hinten dann später unsere Krabben verkaufen. Und wenn wir wollen, können wir hier auch unsere Tankladung noch mal ein bisschen erhöhen. So. Aber ich würde sagen, wir sind ganz gut vorbereitet. Wir steigen jetzt mal ins Schiff ein und legen los. Es gibt, das wird im Tutorial ganz gut erklärt, es gibt so bestimmte Gebiete, in denen sich die Krabben besonders wohlfühlen. Es darf nicht zu tief sein, es darf nicht zu warm und auch nicht zu kalt sein. Ich denke, das hier ist schon eine ganz gute Gegend. Ich glaube, hier fahren wir einfach mal hin und dann schauen wir uns mal an. Dann schauen wir uns das ganze Abenteuer mal an und sehen mal, was man hier alles machen kann. Na, die See scheint ja einigermaßen ruhig zu sein, aber ein bisschen zu schneien scheint es hier. So, das sind natürlich eigentlich optimale Wetterbedingungen. Wir haben es 7:45 abends. Das, da vorne sehen wir gerade noch den Sonnenuntergang. Insgesamt ist es relativ dunkel hier, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Wir müssen jetzt erstmal hier zum Kran und dann machen wir mal diese Crab Pots fertig, diese, ich nenne sie jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, ich nenne sie jetzt einfach mal Käfige. Die muss man ja immer vorbereiten, dazu müssen wir die erstmal hier vorne hinbringen, mit dem Kran, dann müssen wir da einen Köder dran stecken und später dann noch, so, da müssen wir da einen Köder dran stecken und später noch eine Boje und dann wird das Ganze ins Wasser gelassen. Da finden sich dann hoffentlich ein paar Krabben ein und die werden wir dann hier später sortieren. Und das, was ich richtig gut finde an dem Spiel, also es ist bestimmt in vielen Punkten liegt das anderen Schiffssimulationen vielleicht hinterher, das konnte ich jetzt noch nicht so richtig rausfinden, aber was ich richtig gut finde an dem Spiel ist, dass man hier richtig viel von Hand machen kann. Wir können hier diesen Köder aus der Gefriertour nehmen und den dann hier schreddern und jetzt hier noch reintun. Einmal schnell das Ganze aufmachen. So. Und dann müssen wir jetzt nur noch auf einen Knopf drücken. Und dann heißt es, ab geht er, der Peter. Tschüssikowski. Ah, nee, das ist er. Ein bisschen vollmundig hier. Ich meine, aus der Serie kennt man es ja oft so, dass es nicht so schön aussieht wie jetzt hier, sondern dass die Wellen extrem hoch sind, dass man, dass einem schon beim Zuschauen eigentlich schlecht wird und man sehr mit der Besatzung mitfühlt. Das ist jetzt im Moment hier nicht der Fall, aber ich habe schon ein bisschen reingeschaut und gesehen, das Wetter kann sich durchaus ändern. Es kann regnen, es kann wesentlich mehr Wellen geben und dann wird es auch schon etwas anspruchsvoller, hier die Krabben zu fangen und dann später die Kästen hier wieder einzuholen. Ah, müssen wir mal gucken. Und es gibt auch Strafsysteme, also man muss hier relativ viel korrekt machen. Muss sich hier ein bisschen Mühe geben. So, dann machen wir schon mal den nächsten ready. Ah, wir müssen so langsam auch hinne machen. Weil es wird dunkel. Sehr dunkel. So. Und dann ist das Ganze hier auch platziert. Dann werden wir das nochmal ausstatten. Unser Licht ist viel zu dunkel. Und das Licht hier ist noch nicht an. Ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Lichtschalter haben. Jo, ich glaube, das war er. Jetzt ist Licht schon mal an. So. Dann starten wir das Ganze hier auch nochmal mit einer Boje aus. Machen das Ganze hier auf. Und dann geht's weiter.
Ich finde das unglaublich cool. Also diese ganzen Spiele zu diesen D-Max-Serien finde ich eigentlich ganz, ganz schön, weil es irgendwie Simulation auf eine etwas actionreichere Art und Weise rüberbringt. Und das ist nicht jedermanns Sache, klar, aber ich finde das immer ganz gut. Wir müssen natürlich nicht nur die Kästen hier ausbringen, sondern wir sollten vielleicht auch ein paar Meter weiterfahren. Sonst verirren sich unter Umständen nicht ganz so viele Kram in unseren Korb. Ich glaube, hier so können wir es vielleicht ausbringen. So. Wir haben hier ganz normale Steuerungsinstrumente, können uns nach vorne, nach hinten bewegen. Aber wir können uns hier kaum selbst bewegen. Das heißt, wenn wir hier die Taste Q drücken, sind wir direkt wieder hier draußen. Wir können aber hier vorne ein bisschen rumklettern, um dann auf die Brücke zu kommen. Aber so, dass man sich komplett frei bewegen kann, auch im Cockpit, das geht leider nicht. So. Dann lassen wir das Ganze einmal kurz raus. Und dann hoffen wir auf eine sehr, toi, 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 auf eine sehr, sehr gute Einfuhr. Das machen wir schon mal, genau, bringen wir schon mal in die Position. Dann können wir schon mal ein bisschen was vorbereiten. Wir können nämlich diesen Launcher schon nutzen. Und ich glaube, dann kann man das auch später direkt darauf ablegen. Hoffe ich. Gut, aber das werden wir später sehen. Jetzt wäre vermutlich so die Zeit, wo man zurück in den Hafen kehrt oder andere Dinge macht. Wir warten aber jetzt einfach hier. Weil das hier im Spiel auch nur ein paar Stunden sind. Ich würde mal sagen, so 10 Stunden. Warten wir. Und dann sehen wir, es ist zumindest ein bisschen heller geworden, aber nicht viel heller. Und es regnet. Und wie es regnet. Oh ja, und der Wellengang, alles ein bisschen schwieriger geworden. Jetzt müssen wir das Ganze einholen. Dazu nehmen wir einmal schnell diesen Haken und versuchen das mal auszuwerfen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oder ob wir, ich glaube, wir sind zu weit weg. Ja, wir sind zu weit weg. Dann tun wir es nochmal schnell da hinten rein und fahren ein bisschen näher dran. Oh je. Ach, du liebe Zeit. Leute, Leute, Leute. Jetzt langsam geht's aber los hier. So. Passt das schon? Ich glaube, ein bisschen näher müssen wir noch dran. So, ich glaube, das ist er. So, und jetzt schnell, schnell, schnell. Bevor wir hier wieder abdocken. Jetzt hat es funktioniert. Wir haben den Haken hier richtig ausgeworfen. Und jetzt müssen wir einmal hier dieses Minispiel machen. So. Und damit ist das Ganze an der Leine. Dann holen wir es mal schnell ein. So. Und dann müssen wir einmal mit dem Kran hier rüberkommen. Ich bin auch kein großer Freund von diesen Minispielen, also da bin ich immer bemerkenswert schlecht drin. Aber man muss es einfach anvisieren und dann wirft sich der Haken sozusagen aus. Also es ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis. Vielleicht schaffen wir es auch aus dieser Position schon, den anderen Korb dann noch mit aufzunehmen. Müssen wir gleich mal gucken. Der scheint noch nicht ganz so weit zu sein, aber... So, jetzt einmal kurz den Haken runter machen. Ich glaube, das geht hier. Na. Da ist er. Den brauchen wir. So, dann wird das Ganze einmal aufgenommen und... Ich glaube, ich habe das... So, ich muss das nochmal hier ändern. Ich habe das zu früh hochgemacht. So. Okay, dann können wir den Haken wieder loslassen und hier müssen wir dann später unsere Krabben sortieren, aber jetzt muss das Ganze in eine, das irritiert so dieses Wetter, das ist so laut auch, das müssen wir, glaube ich, einmal, so, das Ganze in diese Position bringen, jetzt hat es auch funktioniert, dann können wir einmal den Launcher in diese Richtung bewegen. Machen wir einmal kurz auf. So. Und dann geht das weiter. Also es ist tatsächlich ein bisschen tricky. Man muss schon sehr, sehr viel machen. So. Haben wir es einmal kurz ausgekippt hier. Sobald das fertig ist, können wir
dann das Ganze zurückstellen. Und ich versuche schon mal den nächsten hier an den Haken zu bekommen. Müssen mal gucken, ob wir das schaffen. Ja. Jo. Jo. Ich glaube. Ich hoffe, ich habe es geschafft jetzt hier richtig. So, und dann haben wir es nämlich auch schon am Haken, können das auch nochmal einholen. So. Okay. Wir haben aktuell keine Crew oder so, aber ich... Boah, jetzt geht es hier richtig los mit Gewitter und so. Wir haben aktuell keine Crew, wir müssen das also alles selbst machen. Und dazu gehört auch das Sortieren. Und jetzt müssen wir einmal kurz das Ganze drehen hier. Ich glaube, das ist ein Männchen. Was ist das hier? Auch, das passt noch. Ich glaube, das ist ein zu kleines Tierchen. Das ist ein Weibchen. Auch ein Weibchen. Ja, ist das auch zu klein? Ich bin mir nicht sicher. Das werfen wir mal wieder in den Teich. Wollte ich gerade schon sagen. So, ja, auch ein großes Weibchen. Also man darf keine Weibchen und keine Jungtiere mitnehmen. Darauf muss man ein bisschen achten. Und wenn ich richtig informiert bin, dann sind das diese dreieckigen... Hier, das, was man hier sieht, das sind Männchen. Und muss ich doch ein bisschen konzentrieren. Und das andere dann eben Weibchen, die so ein bisschen so einen etwas flacheren Bauch haben. Sehen wir jetzt gleich sicherlich nochmal. Na. So. Oh, es gibt aber wenig Weibchen. Vermutlich deswegen darf man die auch nicht mitnehmen, ne? Und wenn wir die nämlich trotzdem mitnehmen, dann müssen wir eine Strafe zahlen. Das hier müsste ein Weibchen sein. Da müssen wir eine Strafe im Hafen zahlen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ist ja klar. So. Und ich glaube, das muss auch noch weg. Und das hier auch noch. Gut. Dann verlassen wir das Ganze mal wieder. Und tun die hier schon mal rein. Ja, hier können wir aufmachen. Das sehen wir nämlich hier in dem Tutorial auch. Genau, hier war es, glaube ich. Genau. Also diejenigen, die jetzt sozusagen richtig sind, die holen wir jetzt in so eine Box oder können die auch einzeln rübertragen. Aber ich glaube, in der Box ist es ein bisschen einfacher und tun die dann hier unters Deck. Vermutlich auch in gekühlte Räume. Und jetzt sehen wir, wir müssen nochmal kurz nachhaken. Die müssen nochmal schnell sortiert werden. Die haben sich irgendwie... Das ist noch ein Bug, glaube ich. Obwohl man die sortiert hat oder obwohl man die auf die richtige Seite gelegt hat, funktioniert das dann nicht. Aber damit kann man auch nochmal zeigen, man kann die auch einzeln hier reintragen. So. Gut. Den Rest nehmen wir wieder mit und schmeißen den ins Meer. Muss ich nochmal schnell auch den hier nochmal zuordnen. Was ist das denn hier? Ich glaube, der ist falsch zugeordnet. Aber ist jetzt auch egal. Macht nichts. So, und dann nehmen wir die hier vorne. Also schmeißen die jetzt hier einfach mal rein. Wie das? So. Ich hoffe, die sind wieder weg. So, okay. Dann müssen wir weitermachen mit dem nächsten. Das Wetter wird nicht gerade besser, aber es ist ein richtiger Sturm hier aufgezogen. Aber was soll's, wir müssen das ja irgendwie reinkriegen. So, dazu müssen wir jetzt einmal kurz nochmal zum Kran gehen. Boah, man sieht auch überhaupt nichts mehr. Ich muss mal die Beleuchtung hier wieder anmachen. Es ist unglaublich duster hier alles. Einmal kurz anmachen hier. So, das hilft zwar nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Und dann bedienen wir einmal kurz den Kran. Nehmen... Na, ich glaube, wir müssen den Haken nochmal schnell einfahren. Sonst können wir damit gar nicht so viel hantieren. Ja, das machen wir, glaube ich, hiermit. Ja. Ist er jetzt eingefahren? Ne, jetzt ist er gerade draußen. So, jetzt fährt er wieder ein. Und dann können wir uns jetzt hier drum kümmern. Können das hoffentlich... Na?
Jetzt hat es funktioniert. Können das hier hoffentlich mitnehmen. Und stellen das dann mal hier vorne ab. So. Und da geht's weiter. Oh, das ist eine Atmosphäre hier. Also das ist denen wirklich gut gelungen. Ah, den Kran muss ich wieder zurück machen. Damit wir den Haken auch nutzen können. So. Okay. Dann einmal den Haken wieder ausfahren. Rübersetzen. Na. So. Okay. Dann das schnell wieder. Und dann möchte ich auch schnell wieder ins Warme. Das ist schon ein heftiger Job irgendwie in der Realität, ne? Also bei Wind und Wetter rausfahren. Aber ich glaube, er wird preislich auch ganz gut belohnt. Nur man ist halt wirklich lange auf See und man weiß nie, ob man es überlebt. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr gefährlicher Job. Also habt ihr schon Respekt vor solchen Jobs. So. Übrigens, das Ganze ist ja im Moment nur eine Demo-Version. Die bekommt ihr, wenn ihr auf Kickstarter geht. Das werde ich euch einfach mal verlinken. Das hat nämlich im Moment eine Kickstarter-Kampagne. Deswegen kann ich auch noch gar nicht so viel dazu sagen, wie das Spiel später aussehen wird. Das ist nur die Demo-Version. Und das, was dann später drin sein wird, das hängt davon ab, wie erfolgreich die Kampagne, die Kickstarter-Kampagne wird. Wenn ihr das Ganze also supporten wollt, wenn ihr selbst mal reinspielen wollt, dann schaut mal in die Kickstarter-Kampagne, da kann man sich, glaube ich, auch schon... Ah, das war falsch. Mist, Mist, Mist. Dann kann man... Ich muss mich darauf konzentrieren. Dann kann man... sich später auch Zugang zur Beta-Version und so weiter und so fort und zu Beta-Tests sichern. Also, schaut euch das einfach mal an. Und wenn es was für euch ist, dann supportet das Ganze und wenn nicht, dann nicht. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, war... Ich glaube, die sind auch alle zu klein hier, die Tierchen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, war, dass die Summe gar nicht so hoch ist. Also ich glaube, das sind so 10.000 Dollar oder so. Das ist ja nicht so viel für ein Spiel. Bin mal gespannt. So, ein bisschen falsch habe ich es jetzt zugeordnet, weil ich mich gerade noch aufs Reden konzentriert habe und das Unwetter hier, das macht einem doch irgendwie zu schaffen. Man will hier ganz schnell wieder weg. Vor allen Dingen, weil es draußen auch so, weil draußen gerade in der Realität auch sowas aufzieht. So ein kleines Stürmchen. So. Zack. Okay. Das geht alles dahin. Okay. Und die letzten werden noch sortiert. Und dann haben wir es jetzt. So. Gut, dann verlassen wir das wieder. Ich nehme die hier mit. Zup. Und schmeiß die hier rein. Und dann nehme ich die nochmal schnell mit hier. Ah, da fehlt noch einer. Den wollen wir auch noch mitnehmen. So. Also es sind so kleinere Bugs und Fehler, die jetzt im Moment noch dabei sind. Und ich glaube, das muss man dann jetzt hier einfach so... Ah, das hat nicht geklappt. Reinwerfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Das ist nämlich etwas komisch im Tutorial beschrieben. Da steht, man muss einfach nur auf die See klicken, aber wenn man drauf klickt, dann passiert nichts. Deswegen weiß ich nicht. So. Sup. Dann nehmen wir den auch noch weg und dann geht's zurück in den Hafen. Und dann werden wir mal gucken, wie viel wir dafür bekommen haben. So, dann gehe ich mal wieder hier schnell rein. Normalerweise hat man natürlich dann noch so Angestellte, kann vielleicht auch Dinge automatisieren, kann sich neue Schiffe kaufen, kann größere Fangquoten kaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist im Moment alles noch nicht drin. Aber was drin ist, ist, dass wir zurück zum Hafen kehren können und das Ganze dann verkaufen können. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel Geld wir dafür bekommen und welche Strafen wir bekommen. Denn ein bisschen was werden wir auf jeden Fall bekommen an Strafen. Ah, sieh an. Es hat auf jeden Fall schon mal... Es hat ein bisschen was gefruchtet hier, ein bisschen was ist zusammengekommen. Und wir kriegen abzüglich unserer Strafen, die hätten wir natürlich schon sparen können, 19% haben wir an weiblichen und schmalen oder zu kleinen oder toten Krabben. Wie man Tote erkennt, weiß ich auch gar nicht. Also die Quote ist nicht ganz gut, muss ich sagen, aber
Gut, diese 19% haben jetzt dafür gesorgt, dass wir 657 Euro, $23 zahlen müssen an Strafe, aber dann immer noch $3000 bekommen. So, und die Strafen sehen wir dann, glaube ich, hier. Genau, und die können wir jetzt einfach mal zahlen, dann sind wir nämlich da schon mal ready. Ganz wichtig ist, die Demo-Version hat keine Speichermöglichkeit, das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie spielen wollt oder sowas, und dann später nochmal weiterspielen wollt, speichern wollt, dann geht das nicht in der Demo-Version. Müsst also sozusagen durchspielen. Und auch der Umfang ist natürlich nur begrenzt. Wir haben es, glaube ich, hier bei den Upgrades gesehen, dass ganz viele Dinge noch nicht verfügbar sind. Also, das kommt dann später alles noch. Und dann werden hoffentlich auch noch weitere Schiffe kommen. Es wird irgendwie ein Crew-Management geben und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt erstmal die Demo-Version. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich finde das bislang zumindest schon mal mega. Wenn dann noch eine ganze Reihe von Features und so dazukommt, dann bin ich da sehr, sehr happy mit. Ich bin gespannt, es wird ja auch noch Fishing North Atlantic nächstes Jahr kommen, wie da so die Unterschiede sind. Mir gefällt aber auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass man hier ganz, ganz viele Dinge in die Hand nehmen kann, selbst machen kann, selbst anfassen kann, selbst dafür sorgen kann, dass die Krabben aussortiert werden, dann richtig einsortiert werden, dass der Haken angesetzt wird und so weiter und so fort. Also das gefällt mir sehr, sehr gut und ich hoffe mir, dass es noch ein bisschen ausgebaut wird und wünsche dem Spiel natürlich auch, dass die Kickstarter-Kampagne erfolgreich ist. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.